Ich bin Carsten Werner und trete am 30. August für die Büsow als Spitzenkandidat für die Landtagswahlen an. Ich mache hier mit, weil ich vor allen Dingen im Zivildienst gemerkt habe, wie wichtig das Gesundheitssystem ist. Denn ich habe damals in einem städtischen Behindertenheim gearbeitet und gemerkt, dass es vor allem die Schutzlosesten sind unserer Gesellschaft, geistig und körperliche Behinderte, die ohne solche Einrichtungen, ohne so ein Gesundheitssystem vollkommen den natürlichen Dingen ausgesetzt werden, wie im Dschungel das Recht des Stärkeren. Aber gerade dadurch grenzt sich der Mensch ja von dem Tier ab, dass er die Schwachen und Armen beschützt. Und das muss wieder ein Prinzip in der Politik werden. Und wie ich damals gemerkt habe, ist aus Kostengründen genau das nicht der Fall. Dass es an der Hygiene mangelt, an der Ausstattung, am Personal und die Leute arbeiten sich dort wirklich fast zu Tode, sind total übermüdet, es entsteht Stress und dadurch ist einfach nicht die Qualität an Behandlung da. Und das kann einfach nicht sein, denn hier stehen wir vor diesem schönen alten Brunnen, der über 100 Jahre alt ist und alles, was wir um uns herum sehen, ist ja von Menschen geschaffen worden. Teilweise auch von kranken Menschen, teilweise Leuten mit Behinderung, mit Einschränkungen. Das Gras, auf dem wir stehen, ist künstlich gesät worden. Die Brille, die auf meiner Nase sitzt und eben auch dieser Brunnen. Und weil der Mensch eben die einzige Quelle des Reichtums ist, müssen wir den in den Mittelpunkt der Wirtschaft stellen. Und das vertrete ich mit all meiner Macht. Und deswegen trete ich auch zur Landtags- und Bundestagswahl. Danke.